Wandern in Thüringen, Teil 40. Ja, hier erkennt man, wo heute der Ausgangspunkt meiner Wanderung ist. In Gehren. Die Stadt Gehren, ca. 5000 Einwohner, gehört heute zu Ilmenau. Und von hier aus geht meine Wanderung los. Ziel meiner Wanderung ist zum Beispiel hier die Brandstraße lang zu laufen. Und dann am vorderen Brandkopf, da soll so eine herrliche Aussicht sein, Richtung Schobsegrund, da schauen wir einfach mal. Lasst euch überraschen, wo mich meine Reise hinführt. Auf alle Fälle hier in diese Gegend hinein. Hier ist noch einmal eine Beschreibung von der Brandstraße und den Brandköpfen, wie die zu ihren Namen gekommen sind. Ja, also das soll sich wohl lohnen, hier lang zu laufen. Ja, wie gesagt, Ausgangspunkt die Stadt Gehren. Guckt man hier so ein bisschen auf die Stadt rauf, zeige ich nachher noch besser. Und jetzt geht es erst einmal in westliche Richtung bergauf. Ja, unschwer zu erkennen, bei heute endlich schönerem Wetter. Die Sonne scheint heute wieder. So muss es sein. Hier guckt man so ein bisschen auf die Höhenzüge des Langen Berges. Ja, vom Langen Berg muss ich nicht mehr viel erzählen. Da habe ich schon so viel von berichtet. Und daher so ein bisschen mehr von der gegenüberliegenden Seite eben. Die ist mir selber auch noch nicht so sehr bekannt. Hier so ein kleines Rinnsal. Ein kleiner Bach, der hier in den bei Gehren dann in die Wohlrose reinfließt. Ja. Hier trennen sich schon mal so ein bisschen die Wanderwege. Wie gesagt, ich will ja Richtung Brandeskopf. Hier geht es zum Wohlroserberg. Ja, dort die Richtung. Das sind dort hinten die Brandköpfe. Also zunächst mal geht es hier doch so einen Feldweg. Erst einmal lang. Die Sonne, die scheint so schön. Ist man ja gar nicht mehr gewöhnt. Kommt man ja bald ins Schwitzen. So drüben mal, schon mal erwähnenswert, sieht man die Kuppe vom Singerberg. Wir erinnern uns Teil 20. Und dort hinten, hinter diesem Berg, habe ich im 17. Teil berichtet von der Kyrillhütte. Ja, kann man mal nachschlagen. Wandern in Thüringen Teil 17. Schon 2 Jahre her. Ja, dort hinten ist so eine Schutzhütte mit Aussicht auf die Stadt Gehren. Das ist die Wohlroserberg-Aussicht. Dort kann man wunderschön auf die Stadt Gehren gucken. Das kann man ja jetzt schon. Ja, das ist Gehren, die Kirche. Jetzt sieht man den Singerberg auch viel besser. Die ICE-Brücke, die Ilmtalbrücke. Seit 4 Jahren fahren ja dort ICE-Züge nun schon rüber. Ja, und hier steht es ja dran. Grünes Dreieck, so ein Brandskopf. Oder dann auch weiter dann zum Pfeiferstal, da werde ich nicht langlaufen. Von dort aus gelangt man dann runter ins Wohlrosetal. Brandstraße weiter bergauf gehe ich jetzt.